Und damit willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 2. Wir sind in Welt 4 angekommen und es geht heute hier direkt los mit einem Geisterhaus. Ja, komm, let's go. Hab kurz überlegt, ob wir noch zum Wonderpilzhaus vorher hingehen wollen. Allerdings, nee. Und hier gibt's natürlich kein Item. Geht's hier nach links? Weil es sieht so merkwürdig aus. Aber anscheinend geht's dann nicht nach links. Aha, hier haben wir doch ein schönes Item. Ein Tanuki. Wir haben auch nichts im Inventar. Finde ich jetzt ein bisschen doof. Jetzt ist die Frage, ist das eine Factor? Ja, das ist eine Factor. Gut, dann gehen wir hier oben rein. Gibt es hier sonst noch was? Nein. Ja, das letzte Geisterhaus in der letzten Welt, was wir im letzten Part tatsächlich erst hatten, war ja schon ganz cool so. Mal gucken, wie es jetzt hier... Okay. Das ist mal ein sehr interessantes Prinzip. Eine andere Art von Scrolling. Ich weiß nicht, ob ich das so feiern soll. Okay, natürlich ist diese Tür fake, ist ja auch klar. Ah, hier unten. Oh, guck mal, da geht's tatsächlich mit manchen Dingern runter. Mit manchen anderen Dingern hoch. Muss ich hier ganz nach oben? Tatsächlich ist da was. Und wie soll ich denn da hinkommen? Oh, aha, jetzt geht's zu... Aha, okay, okay. Und hier ist die erste Starkein. Nice. Und wir haben auch einen Tanuki jetzt im Inventar. Umso schöner. So, jetzt geht's wieder zur rechten Seite, okay. Prinzip gefällt mir bisher tatsächlich. Mal es auch schön spannend macht, wenn es jetzt hier so eng ist. Man kann relativ schlecht sehen, was jetzt vor einem so passiert. Rote Münzen, okay. Oh, das ist ja mal fies. Die roten Münzen tauchen erst auf, wenn ich eine andere rote Münze eingesammelt habe oder so. So, sehr schön. Okay, kann ich ja keinen... Ja, doch, ich kann ja meinen Sprung ausführen, notfalls. Da war die zweite Starcoin. Da war sie. So, einsammeln will ich jetzt nicht unbedingt alles, aber vielleicht gibt es das für die dritte Starcoin. Ja, moin. Und hier am Ende natürlich Secret Exit und normale Exit. Hier ist wahrscheinlich der normale Exit und da links ist das Secret Exit. Geil. Kann ich das ganze Level nochmal machen? Also davon bin ich ehrlich gesagt halt wirklich gar kein Fan, wenn man den Secret Exit direkt vorm normalen Exit macht. Und dann noch so offensichtlich so. Ja, es ist... Wenn man dann einfach das Level zweimal zocken muss, so. Ja, es ist... Naja, lächerlich. Aber gut, der normale Exit, der gehört uns mit allen drei Starcoins. Und dann sehen wir uns beim Secret Exit wieder. Yay! Dann ist das halt noch so ein Level ohne ein bisschen Spannung. Beziehungsweise halt auch, wo man nicht selber so die Geschwindigkeit beeinflussen kann. Und dass du da jetzt stehst, das gefällt mir nicht. Komm mal hier rüber. Das gefällt mir noch weniger. Ich muss mich, glaube ich, treffen lassen. Oder halt auch nicht. Okay, so passt es auch. Oh, das steht perfekt. So, und dann jetzt hier hoch. Es ist halt nicht schön, dieser Secret Exit. Weil man dann alles nochmal neu malen muss. Und dann kann man nicht selber so schnell rennen, wie man möchte. Ach, hier muss man sich bis beeilen. Okay, wunderbar. Einige Münzen auf dem Weg und dann haben wir hier den Secret Exit. Yay, was für eine Überraschung. Was? Hä? Mario Number One. Hä? Da ist eine versteckte Tür. Da links hab ich gerade eine Tür gesehen. Oh mein Gott. Ich bin jetzt das zweite Mal schon im Level. Also ich habe schon einmal nochmal abgeschlossen. Oh, ist das fies. Ich glaube auch so ungefähr, wie ich da hinkommen muss. Oder wie ich da irgendwie hinkomme. Da nicht. Da muss ich hin. Nein. Nein. Und zurück geht's auch nicht mehr. Nee. Nein! So, jetzt aufgepasst. Schnell hier hoch. So gut wie es geht. Und dann. Na, hier noch nicht. Hier. Nee, schon wieder. Ach, Mann. Warum machst du auch kein B, wenn ich B drücke?
Mensch! So, jetzt hier und gleich im richtigen Moment. Er macht... Oh, er hat's trotzdem noch. Oh, ein Glück. Bei diesem Level, das nervt so brutal. Oh, gut, dass es abgeschlossen ist. Es nervt so brutal, dass man einfach nicht laufen kann. Dann geht dieses Ding nochmal irgendwann zurück, dann wieder vor, dass man Wege doppelt und dreifach läuft. Oh, es ist halt einfach... Oh, es hat mich so aufgeregt. Okay, womit machen wir weiter? Wir machen mit dem Level jetzt hier unten weiter. Ganz einfach 4B, let's go. Welt 4B. Was hast du für uns? Glaube 4A haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Ja, moin. Ja gut, ist ja egal. Welt 4B, was hast du denn? Eine wunderschöne Eishöhle. Die so elektrisierend ist. Das ist doch schon mal deutlich einladender als dieses Geisterhaus, was wir hatten. Gut. Okay, haben wir eh. Da kann natürlich was in der Röhre sein. Daher lieber nochmal nachgucken. Da ist nichts in der Röhre. Hier oben. Ah, nee, denke ich nicht. Denke ich nicht. So, mit einer Eisblume könnte ich euch schön vereisen. Aber leider gibt es in diesem Spiel keine Eisblume. Warum auch immer. Ist halt so, kann ich nicht ändern. Schnell hier durch, schnell hier durch. Wunderbar. Hier lang, warte, warte. So, jetzt. Erstes Starcoin. Haben wir. So, ah, sehr schön. Schön den Koopa getroffen. Gut, Tanuki haben wir eh. Kann ich dich zu irgendwas gebrauchen? Dich hier zum Beispiel? Eigentlich wollte ich den vorderen treffen, nicht den hinteren. Oh Mann. Oh Mann. Hab leider schon billig meinen Tanuki verloren. Allerdings gibt es ja hier einen neuen. So, Koopa, weg mit dir. Du bist ein bisschen zu risikoreich für mich. So, Wonder brauchen wir nicht. Also gehen wir gleich weiter. Da ist aber schon ein Checkpoint. Okay, oh, in einen der Röhren ging es auf jeden Fall rein. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, weil da ja noch ein anderer Weg war. Was wird jetzt hier passieren? Ah, okay, okay. No. Wollte mir nicht erzählen. Okay, hier gibt es nochmal einen Tanuki. Ich kann hier ein bisschen Anlauf nehmen. Und nochmal ein bisschen Anlauf. Und dann ein bisschen fliegen. Um hier hochzukommen. Gibt aber auch nur ein One-Up und ein paar Münzen. Alles klar. Keine Starcoin. Allerdings gab es ja noch die mittlere Röhre und dort rechts gibt es noch was. Hier schon mal nicht. Und hier? Was ist hier? Ein anderer Weg. Okay. Okay, hier geht es ganz woanders hin. Keiner. Aha! Hier ist Starcoin Nummer 2. Sehr schön. So, jetzt Beeilung, Beeilung, Beeilung. Hui! Okay, hier bin ich safe. Hier bin ich safe. Nach links brauche ich jetzt nicht laufen, weil da wird, denke ich mal, nichts sein. Vielleicht mit euch, vielleicht mit euch, vielleicht mit euch. Das sah schön aus. Da oben links, da könnte vielleicht was sein. Ah, nee, da ist nichts. Alles klar. Die Koopas sind wieder da. Aber da muss ich eh nicht hin. Da ist die nächste Starcoin. Warum? Warum mache ich so eine Scheiße? Warum? Okay, nochmal neu. So, boah. Ich brauche so ein paar Koopas hier zumindest. Zumindest den einen brauche ich. Den kann ich direkt, nee, hier noch nicht losschicken. Den hätte ich weiter hinten losschicken müssen. Allerdings, die spawnen ja ein Glück wieder. Ein Glück spawnen sie wieder. So, und jetzt hier. Flieg und Sieg. Danke für die Starcoin. Und ab ins Ziel. Ah, die Fails hier waren wieder mehr als unnötig. Aber es ist man ja nicht anders von mir gewohnt. So, hier mal schön hoch. Dann können wir das nicht hinkriegen. Na, noch ein neuer Versuch. Oh, jetzt fliege ich eh. Jetzt fliege ich eh. Jetzt fliege ich ins Ziel. So, wunderbar. Wunderbar. Ein Level schaffen wir noch. Ich habe ja auch ein bisschen geschnitten. Also von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. You are the number one. Hm, weiß ich nicht. Eigentlich Luigi. Der hier allerdings gerade nicht ist. Oh, das ist eine Abkürzung zum Weltenboss. Okay, nice. Komm, machen wir jetzt noch 3A. 4A. Das müsste ja da das Level sein. Und wir holen noch One-Ups natürlich. Nein, ich speichere nicht. Ich speichere schon seit Welt 2 nicht mehr. Allerdings, ich, wie mache ich das mit dem Speichern? Ich könnte über Zwischenspeicher machen, aber ich mache meistens am Ende des Parts immer ein Safe State. Dass ich dann, wenn ich das Spiel wieder neu starte, einfach Safe State lade. Einfluss auf Spielgeschehen hat es ja eh nicht, sagen wir es mal so. So, zack, zack, zack. Oh, heute ist die Ausbeute schon deutlich besser wieder gewesen. 7 Stück habe ich, glaube ich, bekommen, kann das sein? Ja, nee, 6. Leider nur 6, aber trotzdem ganz gut. Das 6 war ja bisher auch mein Rekord, also von daher. Welt 4A, let's go!
146 Leben haben wir schon wieder. Ey, stellt euch jetzt mal Donkey Kong vor. Da hatten wir zwischenzeitlich zwar auch 99 Leben in Donkey Kong Country Returns letztens im Let's Play. Allerdings, die Leben gingen dann immer weiter nach unten. Immer weiter. So, wir haben hier eine Feuerblume und irgendwo muss es hier durchgehen. Ja, genau. Ah, okay, ich darf natürlich kein A drücken, ist ja klar. Ah, und die Feuerblume ist hier dann doch ganz wichtig. Um hier an die erste Starcon anzukommen. Und haufenweise Sprungpilze, auch wie ich das liebe. Gibt's da unten noch was? Nee, da gibt's nichts. So, hier laufe ich einfach mal gekonnt durch. Da, die grüne Röhre sieht verdächtig aus. Nein. Gut, dann halt ohne Feuerblume ist in Ordnung. Gehen wir jetzt hier rein. Ah, oh, sorry, Gumba. Was ist denn das jetzt hier? Oh no, jetzt kapiere ich das erst. Ich hätte auf diesem Block wandern müssen, oder? Oder? Stranger Raum. Sehr stranger Raum. Okay, gut. Wir sind bei der Halbzeit angekommen. Habe ich jetzt irgendwas geskippt? Nein, habe ich nicht. Eigentlich hatte ich da eigentlich auch mit der zweiten Starcoin gerechnet, aber dann halt nicht. Oh, Münzen. Münzen nehme ich doch gerne. Oh! Komm her, du blöder Gumba. Ich mag solche Sprungpilze überhaupt nicht. Aber wer mag die schon? Ich glaube, die mag so gut wie keiner. Oh nee. Oh nee. Oh nee, nee, nee. Ich muss mal kurz hier meinen Tanuki holen. Dann ist das für mich auch alles ein bisschen einfacher, die zweite Starcoin zu holen. Natürlich kommt da ein Gumba raus. Da gibt es einen Mini-Pilz. Ach du Heilige. Okay. Und dann da unten lang. Okay, cool. Trotzdem sehr, sehr cool. Gefällt mir. Eieiei. Okay, drittes Starcoin haben wir. Ich habe leider nichts zum Großwerden. Also von daher muss ich jetzt mit Mini Mario weitermachen. Und wir fliegen bis ans Ende der Welt. Eieiei. Okay, war trotzdem ein sehr cooles Level. Also das hat mir gefallen. Oh, wir haben Schnapsal erreicht. Das heißt, wir haben wieder so ein komisches Regenbogen-Level freischaltet, welches wir dann am Anfang des nächsten Parts direkt machen, mit Mini Mario. Des Weiteren, der Turm im nächsten Part, vielleicht kriegen wir auch schon die Welt fertig abgeschlossen. Das wäre dann natürlich sehr, sehr cool. Keine Ahnung, daher, mal sehen. Wir haben im letzten Part beim letzten Level noch dieses Regenbogen-Level freischaltet, weil wir von der Zeit her eine Schnappzahl hatten. Und daher machen wir noch kurz dieses Regenbogen-Level. Das war ja an sich ganz cool. Wir haben auch noch gerade Mini Mario. Aber das ist aber ein bisschen anders, dieses Regenbogen-Level. Glaube ich. Oder ist das einfach nur jetzt die Zähne, um in den Himmel zu kommen? Ah, okay. Es ist nur die Zähne, um in den Himmel zu kommen. Okay. Und dann haben wir hier wieder eine ganze Menge Geld. Yay. Wow. Und das alles jetzt hier mit Mini Mario. Ja, wir haben gleich auch noch den Turm vor uns. Allerdings vorher noch ein ganz normales Level. Dass wir jetzt diese Welt im heutigen Part schon abschließen können. Oh, die 100 Münze. Denke ich mal eher weniger. Oh, kann ich mir da jetzt mal ein normales Item gönnen? Aber mit Mini Mario ist das ein bisschen schwieriger, die ganzen roten Münzen zu kriegen. Allerdings haben wir es trotzdem geschafft. Oh. Oh, okay. Das ist krass, dass man da dann eine goldene Blume bekommt fürs Inventar. Was? Okay. Gut, dann ab in 4-2 rein. Das zweite normale Level hier erst, obwohl wir schon ungefähr fast die Hälfte der Welt gesehen haben. So, ey, komm, dann holen wir uns mal, dann nehmen wir uns mal gleich die goldene Blume, weil ich bin eh mit Mini Mario gerade hier. Das ist eher, ja, muss nicht sein, muss nicht sein. So, und dann können wir hier auch die ganzen Gegner instant killen. Auch die Piranha-Pflanze, die sich in der Röhre noch versteckt hat. So, ah. Gut, dass ich da noch dieses Ding hatte. Wie holen wir jetzt diese Starcoin ohne die Koopas? Vielleicht so? Ja, sehr schön. Die eine Münze will ich dann natürlich auch noch haben. Piranha-Pflanze, du hast keine Chance. Tschüss, 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 tschüss. Oh, diese Goldblume ist so OP. Ja, 30 Münzen noch, sehr schön. Ich hatte bisher bei diesen Blöcken noch nie die 50 Münzen geknackt. Aber gut, kommt vielleicht noch eines Tages. Alter, das ist so OP. Warte, die Münzen zeigen an, hier geht's nach oben, oder? Ach da, oh, na toll. Okay, gut, One-Ups brauchen wir hier nicht. Es macht einerseits Spaß mit der goldenen Blume. Allerdings, es nimmt halt komplett die Schwierigkeit raus. Naja, gut, jetzt hatte ich halt durch das Regenbogen-Level diese goldene Röhre bekommen für den Inventarplatz. Ja.
Daher musste ich die ja auch irgendwann einsetzen. Und dadurch lieber beim normalen Level einsetzen, als gleich beim Secret, beim Zwischenboss. Na toll. Lieber als beim Zwischenboss. Daher setze ich die lieber jetzt wirklich hier ein. Okay, hier muss ich aber jetzt ein bisschen aufpassen. Oder? Oh, machen wir lieber so. Genau, machen wir lieber so. Ist besser. Ist besser so. Dann kann ich die Dinger auch noch hier zum Münzen machen. Umso schöner. Und ja, in Zukunft, wenn ich so sehe, es gibt Möglichkeiten, die goldene Blume ins Inventar zu packen, dann werde ich das nicht in Anspruch nehmen. Wow. Ich habe eigentlich Y gedrückt für Feuerball, aber irgendwie gibt es da ein paar Sekunden Pause, dass ich da nicht die Blume halt abfeuern konnte. Dadurch, ja, habe ich die jetzt verloren. Ist aber nicht so schlimm. Haben wir ein bisschen Schwierigkeiten auch in diesem Level. Aber wie gesagt, ich werde das jetzt nicht so aktiv denn nutzen. So. Beziehungsweise vermeiden, dass ich eine goldene Feuerblume ins Inventar bekomme. Gut, das Level sei abgeschlossen. Und dann freue ich mich gleich wieder auf die ganz einfachen Nashörnern beim Turm. Oh, ich hoffe, es gibt da vielleicht mal andere Zwischenbosse. Aber ich, irgendwie habe ich nicht die Hoffnung. Irgendwie habe ich nicht die Hoffnung. Naja. Dann let's go. Let's go. It's Showtime. Ja, gut, Showtime. Keine Ahnung, ob man das so hier nennen kann. Allerdings gut. Interessant, interessant, dass die Plattform hier so hoch geht. Erinnert mich so an einige Level. Aber okay, gucken wir mal. In die Röhren kann man, könnte natürlich, oder in den Röhren könnte natürlich jederzeit was versteckt sein. Allerdings, da wo Gegner rauskommen, Faustformel, da gibt's nichts. Normalerweise. Nicht immer, aber normalerweise eigentlich. Okay, dich kann ich gar nicht besiegen mit der Feuerblume. Ist interessant. Weil du aus Knochen bist. Allerdings, so manche Gumbas sind ja auch aus Knochen. Daher ist das schon sehr interessant. Oh, nee. Oh, Münzen, Münzen. Ich habe mir natürlich mit diesen Panzer ein bisschen Schwierigkeit gemacht. Okay, der ist weg. Sehr schön. Okay, ab in die Mitte. Da ist die Blume. Die Starcoin. Nehmen wir mal so. Und nee. Ich wollte noch nach links. Oh Mann, warum mache ich so eine blöde Mistzeug? Warum? Mann. So, ich habe mal für euch so ein bisschen den Anfang jetzt rausgekattet. Hier bis zum Käfer. Ich glaube, vielleicht wäre es ganz klug, den Käfer dann auch mal zu stoppen. Okay. Hat geklappt mit dem Stoppen. Auch wenn ich jetzt wieder klein bin. Ach gut, da lasse ich mich jetzt nicht zerquetschen. Auch wenn ich jetzt keine Münzen kriege, dann ist es halt so. Der Käfer soll ruhig herumlaufen. Genau, hau bloß ab, Käfer. Wir gehen jetzt hier hin, hier durch. Ey, das, ich hätte da sowas noch nicht sterben dürfen. Der Käfer da oben. Ich bleibe mal mittig. Obwohl, vielleicht auch nicht. Hier lang, hier lang. Obwohl, mittig bleiben ist vielleicht doch ganz gut. Oh, ich rutsche so hässlich. Ich rutsche so hässlich. Warum gibt es da was für Mini-Mario? Ja, da links gibt es bestimmt Mini-Mario. Da in diesem Block drin. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja gut, egal. Egal, wir haben Checkpoint erreicht. Und übrigens, beim Checkpoint wird man übrigens auch groß, wenn man den gerade frisch betätigt. Haben wir bisher auch noch gar nicht gehabt, diese Situation. Ah, wir haben bestimmt jetzt die zweite Starcoin ausgelassen. Oder da war ein Secret Exit da beim Mini-Mario. Mal gucken, mal gucken. So, jetzt eine Blume als Reserve. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Okay, machen wir. Was gibt's? 3 One-Ups? Ja, nehmen wir. Stern, nehmen wir auch. Nehmen wir auch, ja, nehme ich. Gerade bei diesen ganzen Piranha-Pflanzen. Gerade die, die auf dem Boden stehen, die müssen unbedingt weg. Gerade hier diese große. Oh, yes. Und Starcoin Nummer 3. Okay, das war die zweite Starcoin da. Ich vermute mal, mit dem Käfer, der da war, hätte man ein Mini-Mario bekommen und somit dann in die Röhre hinein. Allerdings haben wir es nicht hinbekommen. Ist egal, ist egal. Hier gibt es auch nochmal ein paar Münzen, bestimmt auch nochmal ein Item. Ja, genau, eine Feuerblume, die ich nicht brauche. Und dann geht es jetzt hier nach oben. Und wie lächerlich wird jetzt der Bosskampf sein? Wie lächerlich? So lächerlich wie in den anderen drei Welten? Bestimmt. Oh, weniger Boden da. Und es gibt jetzt zwei solche rotierenden Dinger. Da muss man jetzt ja tatsächlich ein bisschen taktisch vorgehen. Was? Das tun sie nicht. Das tun sie nicht.
Boah, wie schwer das ist. Jetzt, also deutlich schwerer als vorher. Und immer noch ein Witz. Ey, nee, ey. Was haben sich die Entwickler bei diesem Bosskampf gedacht? Ja, Morten, wir kommen noch zu dir. Du hast mehr Potenzial als diese Nashörner. Gut, dann werden wir uns erstmal um die zweite Starcoin kümmern und dann geht's hier weiter im Programm. Gibt's hier auch einen Secret Exit? Oh, 10.000 Münzen gesammelt, nice. Ich meine, nein, ich bin nicht speichern. Ich meine, hier gibt's bestimmt, oder? Secret Exit? Könnte es sein, hier ist auf jeden Fall unten Platz und da unten so ein Toadhouse. Aber es könnte auch einen anderen Weg dafür führen. Nein, ich möchte keine Sternmünzen ausgeben. Mal gucken, vielleicht ist es auch ein Secret Exit. So, ich muss jetzt mich mal hier kurz mal treffen. Nein, ich zerstöre. Oh nein, 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 nein. Och man, oh. Weil der halt da in dieser blöden Pflanze war. So, da ist der Käfer. Das ist jetzt eine doofe Situation. Das ist eine doofe Situation. Okay, okay. Ich muss die mal kurz halten. Und jetzt. Let's go. Jetzt? Was? Das nur. Was? Natürlich nur ein One-Up. Woher soll ich jetzt einen Mini-Pilz bekommen? Hm. Ich guck mal, ob ich vielleicht auch noch irgendwie einen anderen Ort finde für die zweite Starcoin. Oder vielleicht auch den Ort des Secret Exits. Mal gucken. Ja, die blaue Röhre da. Da ist eine blaue Röhre. Die anderen sind alle grün. Die anderen sind alle grün. Okay. Zweite Starcoin oder Secret der Secret Exit? Okay. Die zweite Starcoin ist tatsächlich da bei der Mini-Röhre. Also ich habe nirgendwo gesehen, dass es einen Mini-Pilz gibt. Was ist, was ich halt auch nicht ganz so cool finde. Vielleicht, dass man halt irgendwo in das schöne Secret einen schönen Mini-Pilz hat. Vielleicht gibt es das trotzdem dennoch. Ja, 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 weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Jetzt werde ich erstmal hier zum Toadhouse gehen und hoffen. Ich hoffe, dass es hier ein Mini-Pilz gibt. Nein, ich möchte nicht speichern. Und, ah, okay. Das sah so aus, als würde es hier oben lang noch einen Weg geben oder so. Dass es hier im oberen Level noch einen Secret Exit oder so gibt. Allerdings, nö. Und ich hoffe, hier gibt es einen Mini-Pilz. Wenn nicht, bin ich sauer. Dann gehe ich nämlich hier umsonst rein. Ah, es gibt hier einen Mini-Pilz, danke. So. Dann darf ich natürlich, ey, das wird jetzt richtig schwer. Ich bräuchte eigentlich noch einen Mini-Pilz auf Reserve oder so. Ah, ich probiere es trotzdem mal. Ich probiere es. Sonst, es gibt ja das eine Level, wo man einen Mini-Pilz holen kann. Ach, da ist es schon passiert. Ich hole mir mal einen aus diesem einen Level der dritten Welt, was das ja war. Das war ja hier 3A, meine ich. Wo es ja dieses eine Mini-Pilz-Level gab. Was? Was? Was ist da hinten, dieses hier? Was, 3B? Wo ist denn 3A? Was war das da hinten? Meine ich. Oder war es das hier? Nee, hier, das ist 3.2, da unten ist 3.1. Wo ist denn 3A? Hä? Oder ist das doch hier 3A? Das ist 3A. Aber nee, 3A war nicht das. Das muss das Level da hinten gewesen sein. Meine ich. Ja, doch. So, dann gehe ich jetzt hier rein. Eventuell werde ich direkt sterben. Oder gibt es hier einen Pilz? Ich glaube, hier gibt es einen Pilz. Ich kann ja erstmal den Pilz ruhig nehmen. Das ist ja kein Problem. Richtig. Und dann sehen wir uns oben wieder. So, gut. Dann schnell den... Oh, nee, 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 nee. Das da. Obwohl, das ist noch in Ordnung. Das ist in Ordnung. Der kann ruhig da oben bleiben. Ich kann ja hier diese Plattform so aktivieren. Dann kommt er nach unten und dann passt das. Sehr schön. Okay, 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 okay. Weil ich glaube, als Mini-Mario weiß ich nicht, ob ich diese Plattform nutzen kann. Und dann gibt es hier natürlich dann die zweite Starcoin. Und ich hoffe direkt dann nach der Checkpoint, aber müsste direkt der Checkpoint kommen. Was dann doch ganz gut ist. Und da sind die Berliner Pflanzen weg. Da kann ich ja eigentlich jetzt auch, glaube ich, den Secret Exit nutzen. Dann geht es ein bisschen schneller. Und dann können wir gleich direkt weitermachen. Vergesst übrigens meine Faustformel von wegen aus Röhren, wo Pflanzen oder generell Gegner rauskommen. Da kann man nicht rein. Stimmt nicht. Zumindest nicht in diesem Spiel. Und ich habe jetzt mal nach Ewigkeiten dann doch mal wieder gespeichert. Welt 4-3! Denn die blaue Röhre des Secret Exits, da kommt zum Beispiel auch so eine Knochenpiana-Pflanze raus. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich hier direkt ein schönes Item kriege. Das ist ganz nice. So. Komm her, wunderbar. Und dann, das war ein bisschen fail. Gut, dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Ja, genau. Alter, wie viel Geld ist das?
Gut, mit dem Cooper-Panzer kann man hier noch... Oh, nee. Noch mehr Geld rausholen. Ist der Cooper-Panzer noch da? Ich hoffe. Ja, danke. Dich brauchen wir nämlich. Dich brauchen wir sowas an. So, zack. Nach links feuern, den Feuerball. Nicht, dass ich außerdem den Cooper-Panzer halt kaputt mache. Aber wollen wir nicht. So, danke. Danke, danke. Jetzt hier mal ein bisschen Anlauf nehmen. Und dann hier rein. Sehr schön. Starker Nummer 1 gehört mir. Wunderbar. Gut, Wonder brauche ich nicht. Also können wir hier direkt weiterziehen. Zum Checkpoint. Da ist direkt die nächste Feuerblock. Ich habe doch B gedrückt. Ich habe einerseits auf dem braunen Block B gedrückt. Und dann, als ich auch noch auf der Eisoberfläche war, habe ich auch nochmal B gedrückt. Allerdings, nein. Vielleicht war ich dann eine Millisekunde oder so in der Luft. Keine Ahnung, was da jetzt in Phase war. Warum das nicht funktioniert. Also, warum ich gefällt habe. Aber gut. So ist es halt. Okay. Die Starcoin war merkwürdig, weil die auch so einfach war. Gut, wenn man natürlich keine Feuerblume hat, kann man die Piranha-Pflanzen nicht besiegen, aber dennoch. Das war merkwürdig. Oh, ich wollte nicht direkt den P-Switch betätigen. Und da oben ist die letzte Star. Was ist denn das da überhaupt? Da will ich nachschauen. Wir haben zwar schon alle Starcoins, aber da will ich unbedingt nachschauen. Okay, okay. Ein paar Münzen. Ah, 10 Stück. Sehr schön. Okay, das ist auf jeden Fall hier ein Level, wo man auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld sammeln kann. Wow. Allerdings, ja, ich war mit Geld sammeln eher weniger erfolgreich. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Mir kommt es nicht aufs Geld drauf an. Ich bin nicht so verrückt und mache hier die ganzen 999.999 Münzen voll oder wie viel das auch immer. Ja, nee, 9.999.999. Nee, danke, so hobbylos bin ich nicht. Das können andere machen. Wir gehen jetzt hier rein in Welt 4.4. Direkt das nächste Level hinten dran. Oh, nicht schon wieder Pilze. Oh, ich liebe Pilze nicht. Wii Life nicht und hier Mario auch nicht. Außer vielleicht in Mario Kart, wenn ich die selber habe. So, nach da unten ist nichts. Schade. Gut, dann laufen wir mal hier ein bisschen durch. Oh, wippen. Warte, da. Da ist eine Starcoin. Okay, okay. Ich dachte, unten links ist was, weil da halt noch ein Weg war. Aber nö. Nö. Vorsicht. Okay, okay. Hier lang. Okay. Goldener Ring. Werfe ich mal dahin. Okay. Hier ist die Halbzeit. Nice. Da eine Münze. Vielleicht auch über eine Ranke. Da ist tatsächlich was. Warte, da könnte eine Ranke tatsächlich sein. Oder ich werde einfach mal hier ein bisschen Anlauf nehmen. Mal hier hochfliegen. Da scheint ja wirklich was zu sein. Nee, dann ist das hier tatsächlich dort links eine Ranke. Ah, warte, der Cooper ist wieder da. Zack. Tatsächlich eine Ranke. Und die Münzen, die ich da eingesammelt habe, war eigentlich der Rückweg. Ja, Mann. Gut, dann hoch hier. Weil durchs Fliegen kommt man hier nicht in solche Bereiche rein. Da muss man zwingend die Ranke für verwenden, meine ich. Und dann haben wir Starcoin Nummer 2. Sehr schön. Und sind jetzt die Münzen wieder da? Nein, die habe ich natürlich eingesammelt. Gut, dann können wir weitermachen. Okay, okay, da oben scheint was zu sein. Dann gehen wir mal nach oben. Oh, mit diesen Wippen ist das allerdings nicht gerade einfach. Nee, rote Münzen. Verzichte ich drauf. Wir gehen hier hoch. Und da haben wir Starcoin Nummer 3. Oh, oh. Oh, passt schon. Dann hier mal hoch. Vielleicht ist das für die Ziellinie, das kann sein. Ja. Yep. Sehr schön, haben noch das One-Up mitgeholt. Auch wieder ein sehr schnelles Level. Ja, ein Level schaffen wir jetzt mindestens noch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da jetzt rausgekattet habe. Aber ein Level sollten wir noch schaffen. Machen wir hier 7B, da, 4B. Jetzt bin ich schon, nee, 4C. Ich war jetzt schon in Gedanken in Welt 7. Die es hier nicht gibt. Eventuell nicht. Es sei denn, dass da diese Fahrzeichenwelten sind. Welt 7 und Welt 8. Oh. Underground. Nice. Mit Fuzzies. Ah. Fuzzies. Okay, das Design gefällt mir hier aber. Ja, guck mal, was draus wird. Powerblöcke. Warte. Ach. Fail. Und das jetzt so. Warte. Komm runter. Und zack. Weg mit dir. Ja, Blume nehme ich mal. Kann einen doch dann hier und da mal helfen.
Und warte mal kurz. Mein Secret-Auge hat vielleicht da oben links was entdeckt. Da müsste ich natürlich erstmal dahin kommen. Mensch. Und zwar... Nein, da ist nichts. Oh, allerdings Münzen. Na, immerhin haben die Entwickler daran gedacht. Sehr schön. Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass ich diese Münz-Secrets hier ganz nice bin in dem Spiel. Ah, da bin ich abgerutscht, leider. So, bevor ich den Powerblock drücke, erstmal natürlich die Starcoin holen. Uiuiui. Da, erstmal reflexartig, dann schnell noch den Powerblock gedrückt. Ah, das war ja jetzt... Wow. Okay, macht euch mal nach links. Ich will noch auf diesen Block hier rauf. Oh, One-Up. Nice. Ist da noch mehr? Nein? Nicht? Nö? Ah, da ist eine Röhre. Das schon mal merken. Da ist eine Röhre. Die könnte für später noch ganz wichtig werden. Die Münzen hier sammle ich natürlich auch alle ein. So, was wird denn das jetzt hier? Okay. Gehen wir mal hier rauf. Oh, die Plattformen sind ja langsam. Ich dachte, die sind viel, viel, viel schneller. Da habe ich jetzt wirklich an deutlich schnellere Plattform gedacht. Aber es geht ja hier, voll klar. So, zack. Und hier rüber. Da ist erstmal eine Röhre, so an sich. Warum habe ich den Fuzzy jetzt damit nicht gekillt? Also warum habe ich, natürlich, weil er nicht in Reichweite war, das natürlich, allerdings, warum habe ich nicht drüber nachgedacht, dass ich erstmal warten sollte und warum habe ich mich da jetzt auch zweimal treffen lassen? Na toll. Der Raum ist mir ein bisschen, sieht mir ein bisschen zu gefährlich aus. Mit Feuerblume wäre es hier gar kein Problem, allerdings, hier taste ich mich lieber nach, ein bisschen nach und nach vor. Warten wir mal kurz. Yes, sehr schön. One-Up kriegen wir auch noch dafür. Zweites Starcoin, sehr schön. Ey, das Level gefällt mir, das Level gefällt mir. Eins bis der bisher besten Level, wie ich finde. Tatsächlich. Was ist denn das jetzt hier? Warum geht's hier nach oben? Warum ist hier was unten? Ich bin aus Versehen übrigens runtergesprungen, aber gut, dann gehen wir mal kurz. Ah, okay, hier ist nur für die Münzen. Ah, jetzt muss ich auf diese blöde Plattform warten. Ah, nee. Ich warte nicht auf die Plattform. Ja, jetzt bist du da, jetzt ist es mir egal. Was sind das jetzt hier werden? Was sind. Achso, ich kann die auch. Achso, ich kann die auch so zerstören. Aber natürlich den großen Oschi nicht. Ah, Wächter. Nein, nicht da in den. Oh. Jetzt bin ich klein. Und es fehlt noch eine Starcoin. Es fehlt noch eine Starcoin. Dort oben. Warte. Ich habe eine Vermutung. Dort oben rechts. Das sieht so ein bisschen anders aus. Tatsächlich. Tatsächlich. Okay, das finde ich nice. Nice. Schönes Versteck. Schönes Versteck. Schönes Level. Hat mir sehr gefallen. Und dann darf ich natürlich jetzt hier nicht failen. Ist der Boden rutschig? Nein, der Boden ist nicht rutschig, ein Glück. Dann langsam, aber vorsichtig. Und ab und zu. Sehr, sehr gut. Ja, im nächsten Part geht es dann hier dann weiter. Wir werden dann hier die vierte Welt abschließen und in die fünfte Welt gehen. Freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Was wir jetzt noch machen, ist mal kurz hier 5 Sternmünzen mit seinem uns mal kurz ausrüsten für den nächsten Part. Dass wir im nächsten Part dann direkt ausgerüstet starten können. Das machen wir, das machen wir. Ich habe da noch ein One-Up-Pilzhaus, will ich jetzt nicht noch machen. Ich will einfach nur die Items holen. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, nehmen wir erstmal die Feuerblume und dann den Tanuki, damit die Feuerblume im Inventar ist und wir den Tanuki haben. Und gibt es immer hier diese 3 Items? Das heißt, bei jedem Pilzhaus vielleicht auch zwingend ein Mini-Pilz. Kann gut möglich sein. Ich weiß es nicht. Im nächsten Part geht es dann hier weiter. Bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns. Tschüss.